Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zum Web Talk der Bundeszentrale für politische Bildung, BPB. Wir wollen in loser Folge einige Gespräche führen rund um die Vorbereitung zur Bundestagswahl 2013. Wir machen das Ganze live, sodass Sie auch die Möglichkeiten haben, eigene Erfahrungen und Fragen einzubringen. Und wir zeichnen das Ganze auf. An der Stelle also schon mal ein Gruß an die Zukunft, wenn Sie das jetzt als Aufzeichnung sehen. Die haben die Gelegenheit, das, was Christoph Bieber gleich vortragen wird, und anschließend die Fragen und Antworten sich auch nochmal komplett als Video anzuschauen. Unser Thema ist insgesamt für die Reihe der BPB so gewählt, dass wir gesagt haben, es soll mehr als die tagesaktuellen Themen, als die Berichterstattung, was gerade heute aktuell ist, sein, sondern einmal auf die grundsätzliche Ebene gehen. Wir wollen einmal schauen, was verändert sich 2013 grundsätzlich an der politischen Landschaft für die Wählerinnen, für die Parteien, für die Politiker. Und in diesem Feld darf sicher ein Aspekt nicht fehlen, das ist der des 2.0igen im Wahlkampf. Wenn wir jetzt also von Web 2.0 oder Social Media oder sozialen Medien sprechen, dann gibt es da diverse Definitionen. Wir nehmen jetzt mal der Einfachheit halber eine, die lautet, da kann jetzt jeder ins Internet auch reinschreiben und mit jedem anderen Kontakt aufnehmen. Professor Christoph Bieber wird gleich nochmal die wissenschaftliche Variante zu der Definition ergänzen, die dann, glaube ich, noch zwei Sätze mehr hat und etwas genauer ist. Und Damit Fußnoten. sind wir beim Protagonisten. Christoph Bieber, freue mich sehr, dass er bei uns ist. Er ist Politikwissenschaftler, er ist Inhaber der Welcker Stiftungsprofessur für Ethik in Politik, Management und Gesellschaft an der NRW School of Governance, Institut für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Davor war er als Politikwissenschaftler bereits aktiv im Institut für Politikwissenschaft in Siegen und schon in Gießen, mein Lieblingsversprecher. Justus Liebig, Universität Gießen. Eigentlich kann ich es. Und ich habe nachher vorhin nochmal nachgeschaut. 1995 hat er mit seiner Promotion begonnen zum Thema computervermittelte Kommunikation und politische Öffentlichkeit. Politische Projekte im Internet. Also hat er da bald 20-jähriges Jubiläum, was die hohen Weihen der akademischen Betrachtung des Themas angeht. Und insofern kann man doch durchaus davon reden, dass das Ganze kein Neuland mehr für ihn ist. Man kennt ihn auch außerhalb des wissenschaftlichen Betriebs. Er ist derjenige, der gerne im Fernsehen gefragt wird, wenn Journalisten sich fragen, was sagt das Internet eigentlich zum Thema Wahl oder zur Politik? Oder was macht diese Piratenpartei eigentlich? Ein zweiter Forschungsschwerpunkt von ihm neben weiteren mehr. Das soll als Vorrede vielleicht erstmal ausreichen. Wir haben vereinbart, dass Christoph Bieber so ungefähr 20 Minuten einen Input gibt und uns einen Überblick zur Fragestellung Wahlkampf 2.0, wie verändern die sozialen Medien das Wählen bzw. die Wahlvorbereitung sowohl für die Parteien und die Politiker als auch für die Wählerinnen und Wähler. Anschließend wollen wir gerne Fragen beantworten und auf Rückmeldung eingehen. Sie können aber auch schon während des Inputs den Chat benutzen. Der gehört ganz Ihnen. Das ist der, der da ganz am Rand rechts am Bildschirm ist. Da können Sie reinschreiben, wenn Sie untereinander Kontakt aufnehmen wollen, Ergänzungen haben, wenn Sie Fragen haben etc. Wenn Sie eine Frage haben, die Christoph Bieber später beantworten soll, dann schreiben Sie am besten groß Frage davor und ich notiere mir die schon mal und stelle sie dann später, damit der Christoph Bieber jetzt sich auf seinen Vortrag konzentrieren kann. Noch einmal die Anmerkung, dass alles aufgezeichnet wird und danach im Netz öffentlich zu finden ist. Also auch der Chat ist dann da zu lesen. Genug der Vorrede. Ich freue mich auf den Vortrag. Christoph Bieber, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier in dieses Internet zu sprechen. Der Gruß an die Zukunft hat mir schon sehr gut gefallen. Da schließe ich mich unmittelbar an und würde dann auch in der Tat ohne große Umschweife beginnen und ein paar Worte sagen wollen zu digitalen Kampagnenträumen oder Kampagnenräumen. Ein Begriffspaar, das, wie mir scheint, ganz gut geeignet zu sein, um so ein bisschen zu beschreiben, womit man sich in vielen Perspektiven auseinandersetzt, wenn es um Wahlen und neue Medien geht. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele Arbeitsbereiche, Arbeitsfelder, Gegenstände, Phänomene, die man sich anschauen kann. Ich habe nur einige wenige herausgegriffen, die ich hier an dieser Stelle, wie Sie auf der ersten Folie sehen, in diesem schon zitierten Neuland zumindest kurz ansprechen möchte. Und bevor ich das tue,
komme ich gerne nochmal der Aufforderung und dem Hinweis nach, noch ein paar grundsätzliche Worte zu sagen. Es wurde ja auf das bald 20-jährige Bühnenjubiläum oder wie man das dann nennen mag, schon kurz hingewiesen. Wahlkampf im Internet ist in der Tat kein neues Phänomen, sondern das gibt es schon eine ganze Weile. Es ist auch etwas, was wir nicht nur in Deutschland oder auch in den USA kennengelernt haben, sondern das sich durch die ganze Welt nun zieht. Wahlkampf im Netz ist verlässlich eine Modernisierungsmaschine für politische Kommunikation. Und das hat sich in den vergangenen Jahren sehr, sehr deutlich gezeigt. Und was man eben auch sagen kann, ist, dass nicht nur die unmittelbar Beteiligten, also die Kampagnenführenden, schon etwas netzfester geworden sind, sondern durchaus auch die Wissenschaft. Also es ist nicht nur mehr das Stochern im Nebel, das hört man zwar auch immer mal wieder, aber ganz so uninformiert, wie man es gelegentlich tut, ist man nicht mehr. Ich blende jetzt nun mal ein paar Beispiele ein für Publikationen. Der Hinweis in Richtung Wissenschaft wurde ja auch gegeben, die sich damit auseinandergesetzt haben. Es ist erstmals zum Wahlkampf 2009 eine wissenschaftliche Publikation erschienen, die sich ausschließlich mit dem Netz im Wahlkampf auseinandergesetzt hat. Das war vorher immer ein randständiges Thema. Das wurde auch behandelt in den Bänden, die sich mit Wahlen und Medien auseinandergesetzt haben. Hier die Kollegen Schweizer und Albrecht haben den ersten monothematischen Internet- und Wahlkampfband herausgegeben. Ich selber habe zu dem 2009er, das ist jetzt der Werbeblock Wahlkampf, auch ganz kurz ein paar Punkte notiert in einem gar nicht so fußnotenstarken Band. Umso fußnotenstärker ist allerdings dieses auch sehr viel jüngere Werk der Kollegen Jungherr und Schön aus Bamberg, die im Grunde das zusammengefasst haben, was man heute wissen muss aus einer wissenschaftlichen, aber durchaus auch aus einer politisch interessierten Perspektive zum Thema das Internet in Wahlkämpfen zusammengefasst haben. Dort erhält man einmal durchaus auch eine historische Hinführung zum Thema und auch eine sehr, sehr gute Zusammenfassung der Punkte, die relevant sind. Will man nun das besser verstehen, was gerade in den kommenden Wochen im Netz auf uns einströmt? Damit wäre ich bei der zentralen Vorbemerkung. Das ist kein Neuland, das wir hier betreten, wenn es um Online-Wahlkampf geht. Weder die Politiker, die im Netz unterwegs sind, tun das zum ersten Mal. Auch die Bürger können nicht ohne weiteres sagen, das sehen wir zum ersten Mal, sondern in den vergangenen Landes- und Bundestagswahlkämpfen haben wir immer schon einen Online-Wahlkampf gehabt, der uns jetzt vielleicht etwas stärker auffällt. Aber es ist nicht so, dass hier jetzt tatsächlich eine fundamentale Neuerung in der Wahlkampfkommunikation zu beobachten wäre. Das ist ein Prozess einer Modernisierung, der relativ langfristig also sich schon beobachten lässt, der in Schüben verläuft. Dazu komme ich später nochmal. Also nicht ganz linear im Sinne eines kontinuierlichen Hinzugewinns auf allen Seiten der Beteiligten, sondern es gibt tatsächlich auch Brüche und Sprünge. Und darüber wird dann noch zu reden sein. Genauer könnte man sagen, es ist vielleicht sogar das zentrale Manko, dass wir es hier nicht mit einer kontinuierlichen Entwicklungsgeschichte zu tun haben, sondern das, was die Kollegen, die gerade schon zitierten Schweizer und Albrecht sagen, ist, dass es tatsächlich eine Art, naja, Achterbahnfahrt ist jetzt vielleicht übertrieben, aber doch eine Berg- und Talfahrt in dieser Modernisierungsgeschichte gibt. Man redet hier im klassischen Wissenschaftsjargon von einer zyklischen Bewegung. Innovationsschübe gehen meist von den Wahlkämpfen auf Bundes- und der Landesebene aus. Während Legislaturperioden sind aber kaum wesentliche Veränderungen zu beobachten. Das heißt also, vor den Wahlen passiert im Netz immer sehr, sehr viel, um danach dann doch ja sehr viel weniger beobachten zu können im Netz. Und diese zyklische Bewegung des teilweise sehr hektischen und betriebsamen Kommunizierens im Netz und dann der doch wieder großen Stille ist eine, die, und da werde ich am Ende dann nochmal drauf eingehen, nicht gut gewesen ist für die Entwicklung. Eine andere, plakativere Zusammenfassung wäre die, wir haben einen Online-Sommer, da befinden wir uns jetzt noch, es passiert also viel im Netz, aber bisher standen die Zeichen dann immer auf Offline-Herbst.
nämlich nach dem Wahltag oder manchmal sogar auch schon am Wahltag, wenn die digitalen Kanäle wieder verstummt sind. Ich will nur wenige Aspekte mir herausgreifen und klicke da auch schon mal so ein bisschen heraus. Man kann bei Online-Wahlkampf auch so eine Art Grundkurs politischer Online-Kommunikation immer vermuten. Ausblenden müssen wir, wie ich finde, hilfreicherweise immer wieder den Verweis auf das, was in den USA passiert. Es ist nicht so, dass die Wahlkämpfe in Deutschland immer nur ein Abbild dessen sind, was im Jahr zuvor in den USA passiert ist, sondern es gibt hier eigenständige Entwicklungen. Das möchte ich betonen und stark machen. Ich möchte jetzt im Folgenden also auch nicht über konventionelle Werbeformate im Netz sprechen. Ich möchte nicht über Big Data reden, was ein großes Thema in den USA gewesen ist. Diese Form der datenbasierten Wahlkampfführung haben wir in Deutschland nicht, auch wenn es wie eine Pointe wirkt fast an dieser Stelle, denn die Daten sind ja da, also mindestens mal bei den Amerikanern, vielleicht aber auch hier in Deutschland. Trotzdem ist das kein Thema, das wir hier im Wahlkampf in Deutschland substanziell bearbeiten müssen. Sagen möchte ich etwas zu diesen drei Punkten, soziale Netzwerke, der politischen Echtzeitkommunikation und Online-Video als die Markierungen im Online-Wahlkampf, die ich jetzt erstmal für besonders interessant halte und die auch so etwas wie einen Bogen spannen können über das, was in den kommenden Wochen jetzt gerade passieren wird. Soziale Netzwerke sind dasjenige Phänomen, das man vielleicht am stärksten in den Vordergrund rückt, wenn es um Innovationen geht. Das ist ein Punkt, den ich jetzt auch seitlich kurz schon aufgeschnappt habe im Chat. Also was ist neu? Und auch wenn es vielleicht sich nicht so anhört, das Kampagnenführen in sozialen Netzwerken ist tatsächlich neu, auch wenn dieses Phänomen so neu noch nicht ist. Es besteht ein großer Unterschied zur Kommunikation im Internet in 2013, 2009 mit einem massiven Bedeutungsgewinn der sozialen Netzwerke in diesen letzten 4 Jahren. Und insofern stellt es Wahlkämpfer tatsächlich auch vor neue Herausforderungen, für die es im Moment eigentlich auch noch kaum Referenzen gibt, wenn man sich mal nur vor Augen hält, dass das Netzwerk Facebook, das allen mittlerweile ja ein Begriff und ein Standard eigentlich ja fast schon ist, in 2009 nicht das größte soziale Netzwerk in Deutschland gewesen ist. Und da ist also unheimlich viel passiert in den vergangenen 4 Jahren und es ist gewissermaßen durchaus verständlich, dass es als Politiker und als Kampagnenführender es gar nicht so leicht ist, sich in diesem Umfeld zu bewegen. Was charakterisiert dieses Umfeld? Ich habe hier eine Begriffsklärung von Dana Boyd und Nicole Allison mal bemüht, die ich für sehr, sehr praktisch und auch immer noch sehr gut verwendbar halte, die drei wesentliche Aspekte herausgearbeitet haben, die ich jetzt in der Präsentation eigentlich gar nicht noch mal näher herausgreifen will. Das kann man ja durchaus auch lesen. Es geht um das Anlegen von Profilen, es geht um eine Liste von Nutzern, die man anlegt und das Navigieren auf dieser Liste mit den entstehenden Freundschaftsnetzen, ganz gleich, ob es nun die Freunde, Fans oder Follower sind, je nach Plattform. Dieses Merkmal lässt sich durchaus auch anwenden oder finden bei anderen Plattformen und erlaubt es zunächst einmal hier eine gute Basis zu legen für den Ansatz, was ist eigentlich ein soziales Netzwerk, was können wir alles unter diesem Begriff fassen und welche Strukturmerkmale sind zu beachten, wenn man sich damit auseinandersetzt und fragt, was bedeutet das denn nun für die politische Online-Kommunikation? Etwas weitergeführt wurde dieser Begriff der sozialen Netzwerke mit Blick auf das, was für den Wahlkampf vielleicht noch relevanter ist, die Frage der politischen Öffentlichkeit, von Jan Schmidt, dem Kommunikationssoziologen aus Hamburg, den man hier in Neuland durchaus auch häufiger antrifft und der dort ein gern gelesener und gehörter Autor ist. Er unterteilt vernetzte Öffentlichkeiten, soziale Netzwerke in drei Bereiche oder in drei, markiert dort drei zentrale Nutzungspraktiken in diesem Band, das neue Netz. Das wäre einmal das Identitätsmanagement, also die Selbstdarstellung, die Personen vornehmen, wenn sie sich in soziale Netzwerke begeben. Das gilt wohlgemerkt sowohl für Politiker wie auch für die Bürger, indem man sich selbst dort inszeniert, darstellt, abbildet, klassischerweise auf der Profilseite in einem der sozialen Netzwerke. Ich mache das mal
durchaus auch aus Datenschutzgründen mit meiner eigenen Präsenz und verzichte jetzt mal auf das Einspielen anderer Angebote. Der zweite Aspekt wäre das Beziehungsmanagement, also der Umgang, die Pflege mit den Kontakten in den entsprechenden Netzwerken. Auch das gilt plattformübergreifend in den unterschiedlichen sozialen Netzwerken. Sehr, sehr schön eigentlich visualisiert in der Öffnungsscreen von Google Plus, wo man sagt, in der Mitte des Netzwerkes steht immer der einzelne Nutzer und er hat viele Gestaltungsmöglichkeiten, diese Position zu verändern und sich eben mit anderen zu verbinden. Und das dritte wäre das Informationsmanagement, also die Weitergabe von Informationen, die einem selber in seiner persönlichen Nutzung auffallen, die man für teilenswert erachtet und die man dann über die entsprechenden Plattformen zur Verfügung stellt. In diesen drei Nutzungsformen lässt sich, denke ich, sehr, sehr viel auffangen von dem, was im Wahlkampf auf der einen Seite die Politiker, auf der anderen Seite die Bürger machen und lässt sich dann durchaus analytisch auch ganz gut auseinanderhalten und dann eine weiterführende Diskussion führen. Ein Beispiel auch hierfür, für eine solche Auswahl, auch wieder ein eigener Beitrag, als es darum ging, dass der Papst nun auch bei Twitter ist, kann man diese Informationen eben zur Kenntnis nehmen. Man kann sie aber auch eben weiterleiten, man kann sie kommentieren. Der mir am passendsten schienende Ausruf war damals, oh mein Gott, der Papst ist bei Twitter. Also man sendet damit natürlich auch immer eine gewisse Wertung mit dieser Information. Und geht davon aus oder verspricht sich davon vielleicht auch eine bestimmte Wirkung in dem entsprechenden Netzwerk, das man anspricht. Was man daran, denke ich, schon sehen kann, und ich habe ja auch immer darauf hingewiesen, das, was hier beschrieben wird, gilt nicht nur für die Politiker und für diejenigen, die einen Wahlkampf führen, sondern das gilt durchaus auch für die Bürger. Und darauf wurde ja bei der Einführung schon hingewiesen. Das Netz hat sich verändert, da können viele Menschen nun mittlerweile hineinschreiben und tun das auch. Und diese Entwicklung ist eine, die tatsächlich einen Qualitätssprung markiert in der Entwicklungsgeschichte des Netzes. Und die sozialen Netzwerke haben tatsächlich durchaus massiv dazu beigetragen, dass der Zugang und der Umgang mit Informationen ein anderer geworden ist. Und das gilt eben auch für politische Kommunikationszusammenhänge. Man könnte dann in Teilen das auch ganz gut nachvollziehen, indem man sich anschaut, wo spielt denn nun die sprichwörtliche Musik im Wahlkampf? Das war in den letzten Jahren in der Regel noch die Homepage von Partei oder Kandidat oder eine spezielle Kampagnenseite. Und das gibt es natürlich auch noch, aber ein substanzieller Teil der Kommunikation verlagert sich eben auch in die sozialen Netzwerke und ist nicht mehr ganz so leicht zu lokalisieren, wie man das mit einer einzelnen Homepage eben in den vergangenen Jahren gemacht hat oder wie man es kennengelernt hat. Ich hatte es schon angesprochen, Facebook ist sicherlich der To-Go-Place, wenn man so will. Da muss man sein als Politiker. Nicht, weil das so ein tolles, hippes, abgefahrenes Netzwerk wäre, bei dem man nur junge Menschen trifft, sondern einfach, weil es die reichweitenstärkste Plattform ist, die sich gar nicht mehr so an eine ganz netzaffine junge Klientel widmet, sondern die tatsächlich mittlerweile ein Volumen angenommen hat mit mehr als 20 Millionen Nutzerprofilen in Deutschland, die größer ist als die Gesamtzahl der Netznutzer in den ersten drei Online-Wahlkämpfen 1998, 2002, 2005 insgesamt. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und trotzdem handelt es sich noch um eine sehr, sehr junge Entwicklung und insofern betritt man an dieser Stelle tatsächlich nicht Neuland, aber doch ein noch relativ unbekanntes Terrain. Was gerne vergessen wird und häufig dann in dem Vorwurf gipfelt, die deutsche Politik hat ja keine Ahnung davon, wie es in den neuen Medien zugeht und wie man denn sich auf einer solchen Plattform behaupten kann. Man kann diese Entwicklung ganz gut an den entsprechenden Visualisierungen nachvollziehen, wenn man sich anschaut, wo in der Welt Facebook präsent ist. Das sind zwei Screenshots aus den vergangenen beiden Jahren, 2011, 2012, wo man sieht, dass die Verbreitung von Facebook immer weiter voranschreitet. Wir wissen im Moment noch nicht,
wie sich das nun entwickelt im Zuge der NSA-Affäre und dem, was da noch kommen mag. Aber bisher in den unmittelbaren ersten Wochen, Monaten ist noch nicht so etwas eingetreten wie eine Art Facebook-Flucht. Also gehen wir mal davon aus, dass das auch für einen noch unbestimmten Zeitraum weiterhin ein bestimmendes Umfeld für die politische Kommunikation sein wird. Natürlich im Wahlkampf bis September geht da kein Weg dran vorbei. So schnell wird sich da nichts ändern. Wenn wir uns verschiedene andere Studien anschauen, dann kann man auch sagen, okay, es ist ein reichweitenstarkes, großes, neues Netzwerk. Es ist vielleicht nicht so aktiv, wie das viele denken. Also man kann da vielleicht reinschreiben in dieses Netz, aber von den Möglichkeiten machen vielleicht gar nicht so viele Menschen Gebrauch. Wenn man auf die ARD/ZDF-Online-Studie schaut, dann stellt man fest, dass man natürlich in die Netze geht, sich dort bewegt, aber dass nur der kleinste Teil der Menschen tatsächlich dort auch aktiv als Nutzer unterwegs ist. Und das ist immer noch auch ein Hinweis dahingehend, dass wir uns immer fragen müssen, wie werden denn diese neuen Medien genutzt? Unterscheidet sich die Nutzungsweise tatsächlich von dem, was wir aus den alten Medienkontexten kennen? Oder gehen wir allmählich auch eher dazu über, ja, wieder so etwas wie eine Konsumerhaltung auszubilden und einfach mal zu schauen, was läuft da denn heute auf diesem Facebook analog zu der Frage, was kommt denn heute eigentlich im Fernsehen? Und dann wäre das vielleicht eine gar nicht so ja, innovative und partizipationsorientierte Nutzung. Das muss man zumindest mal in Erwägung ziehen. Und hier als letzten Hinweis, Communities nutzen heißt Facebook nutzen die Deutschen oder die Netze mit einem deutschen Hintergrund, die VZ-Netzwerke, wer kennt wen, oder auch Lokalisten, die noch in 2009 durchaus auf Augenhöhe waren mit Facebook, spielen heute eigentlich keine relevante Rolle mehr. Sie gibt es noch, aber sie spielen durchaus auch aus einem rationalen Kalkül heraus für die Politik keine große Rolle mehr. Die Frage abschließend zu diesem Teil wäre zu stellen, was bedeutet das denn nun für die Kampagnenführung? Ich hatte schon angedeutet, dass man eigentlich aufgrund des Reichweitenargumentes, auch wenn die sozialen Netzwerke noch nicht vergleichbar sind mit den klassischen elektronischen Massenmedien, an dieser Öffentlichkeit nicht vorbeikommt. Im zweistelligen Millionenbereich, potenzielle Reichweiten bei den Nutzern, die Möglichkeit, dass sich das Ganze verbreitet in den sozialen Netzwerken, aber natürlich auch immer wieder zum Thema wird der Berichterstattung in den sogenannten alten Medien, führt dazu, dass sich die Politiker damit einfach auseinandersetzen müssen. Spannender finde ich allerdings eher die Frage, in was für eine Art von Öffentlichkeit begibt man sich? Es ist nicht die anonyme Publikumsöffentlichkeit der Printmedien, des Rundfunks oder des Hörfunks, sondern es gibt durch diese Personalisierung der Öffentlichkeiten über die Profile in den sozialen Netzwerken durchaus einen stärker ja nicht anonymen Anteil in dieser Kommunikation. Das heißt, ich könnte schon wissen, mit wem ich mich da unterhalte und wen ich adressiere und wer auf meine Botschaften eingeht, wer sie teilt, aber das ist durchaus aufwendig. Wichtig wäre hier erstmal das Argument, es sind andere Öffentlichkeiten als die, die wir aus den alten elektronischen Massenmedien kennen. Dieser Veränderung müssten sich Wahlkampfführende bewusst sein, dann wären sie manchmal auch weniger überrascht, was dort für Effekte in der Kommunikation entstehen. Insbesondere, wenn man ein Profil bei Facebook am Tag der Wahl quasi schließt und sich dort nicht mehr blicken lässt. Dass das vielleicht nicht so gut ankommt, kann man sich relativ schnell zusammenreimen. Und auch die Regeln für ein geordnetes Miteinander oder Gegeneinander, die gibt es dort durchaus auch. Es ist nicht alles Anarchie, was in den Netzen stattfindet. Nur muss man eben zunächst einmal überhaupt den Gedankengang gehen und sagen, da passieren Dinge, die eben anders verlaufen, als wir das aus den klassischen Massenmedien her kennen. Würde dann an der Stelle zum zweiten Punkt kommen, den auch etwas kürzer behandeln, einfach weil in den sozialen Netzwerken schon sehr, sehr viele Dinge angelegt sind, die wir in anderen Zusammenhängen dann nochmal abrufen können oder akzentuieren können. Politische Echtzeitkommunikation findet ja durchaus auch in den sozialen Netzwerken statt, denn auf Twitter treffen auch die Merkmale oder Charakteristika zu, die ich vorhin angesprochen hatte. Profile,
Follower, also Netzwerkbildung, Navigation entlang dieser Netzwerke, aber mit dem Unterschied, dass es eine stärkere Anbindung an Ereignisse gibt, die im Netz oder auch außerhalb des Netzes stattfinden und so einen anderen Anker für diese Kommunikationsvorgänge dann anbieten. Es gibt im Moment immer mal wieder Berichte, dass die Politiker sich abkehren. Hier ein prominentes Beispiel, Christopher Lauer, von dem man nicht deswegen, weil er nicht mehr bei Twitter ist, nicht mehr so viel gehört hat in den letzten Wochen, das mag andere Gründe haben, ist ein Vertreter derjenigen, die sagen, damit will ich nichts mehr am Hut haben, weil die Kommunikation zu aufwendig ist, zu wenig ertragreich für mich als Politiker. Genauso sieht man aber auch das Gegenbeispiel, dass jetzt gerade kurz vor der Wahl doch wieder neue, prominentere Akteure an den Start gehen und mit Echtzeitkommunikation sich in den Wahlkampf einmischen wollen, was in einem solchen ja, sehr zeitkritischen Korridor nun bis zur Wahl, der durchaus auch nachvollziehbar ist, für eine schnelle, rasche, unmittelbare Kommunikation ist ein solches Echtzeitkommunizieren, insbesondere über Twitter oder aber auch über Status-Updates bei Facebook natürlich sehr, sehr passend, gerade um diesen Countdown-Charakter, den man ja bis zum 22. September hat, nochmal in kleinere Einheiten zu zerlegen, also nicht mehr nur die Tage zu zählen, vielleicht die Stunden oder die Minuten oder eben die Tweets bis zur Bundestagswahl. Man hat auch gesehen, dass im Vorfeld von größeren Ereignissen die Parteien selber Twitter genutzt haben, um sich dort zu präsentieren. Die Bundesparteitage aus dem letzten Herbst haben da interessante Beispiele geliefert. Ich gehe nochmal kurz zurück, ein langes Zitat, das ich hier gar nicht im Detail vorlesen möchte, aber man hat gesehen, dass man mit der innovativen Nutzung oder dem innovativen Nutzungsversuch, sagen wir mal, von Mitteln zur Echtzeitkommunikation nicht nur im Netz ein Publikum erreichen kann, sondern gerade auch in den alten Medien für Aufmerksamkeit sorgen kann. Aufmerksamkeit hier im Falle der Präsentation rund um die Bundesparteitage von SPD und CDU gemischt mit Empörung. Denn durch eine Kooperation mit der Plattform Twitter haben beide großen Parteien versucht, ihre Präsentation im Netz ja, stärker in den Vordergrund zu rücken, was ihnen viel Kritik eingebracht hat. Zunächst mal, als online ein paar Personen darüber nachgedacht haben, ob das denn rechtens sei, dass parteipolitische Akteure die Ausgabeseiten, die Suchanfrageseiten und Ausgabeseiten von Twitter gewissermaßen kaufen oder für eine prominentere Platzierung Geld in die Hand nehmen, um hier vielleicht ein neues PR-Tool zu testen. Und das hat zunächst mal für ein bisschen Stirnrunzeln gesorgt. Also auch bei mir, Stirnrunzeln kann ich ja gut, gerade in diesen Online-Formaten. Die Empörung wurde aber größer, gerade erst dann, als die Akteure der alten Medien sich darüber Gedanken gemacht haben, die dann nicht unbedingt eine Verschwörung gewittert haben, aber eben doch eine ungesunde Nähe von Twitter und den politischen Akteuren vermutet haben. Schlagzeile bei Spiegel Online war, so dient sich Twitter den Mächtigen an, müsste man die Kommunikation, die im Netz läuft, denn nicht eigentlich sehr viel ungefilterter und roher belassen, darf man das als politischer Akteur darauf Einfluss nehmen und den Parteitag schönen, wie es in der SZ zu lesen war. Dahinter steht ja die Vermutung, dass die politische Öffentlichkeit im Netz, in denen man sich bewegt, ja eine freie, eine tatsächlich offene Öffentlichkeit ist und nicht ein kommerziell genutzter Kommunikationsraum. Und die Suchausgabeseite von Twitter ist natürlich kein öffentlicher Raum, in diesem Sinne ist es ein kommerzieller Raum. Und die Parteien haben sich dieses Mechanismus bedient, indem sie gesagt haben, damit ich in diesem kommerziellen Raum eben besser gesehen werde, dann überlege ich mir, gibt es Möglichkeiten, diese Situation zu nutzen, um mich dort zu präsentieren. Wie man das nun genau macht, ob da Gelder fließen oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber der Mechanismus ist erstmal der interessante, dass es tatsächlich andere Gatekeeper gibt, die andere Akteure sein können als die bisherigen medialen Player, die eine Rolle spielen, wenn es darum geht, mehr oder weniger zu entscheiden, was sind zentrale Wahlkampforte. Und da kommen eben mit Twitter, aber auch durchaus mit Google und mit anderen Plattformen, eben Facebook, neue Akteure hinzu,
die das Potenzial in sich tragen, zu relevanten Orten im Wahlkampf zu werden. Und dann muss man sich fragen, was sind das für Orte? Und es sind eben nicht unbedingt die öffentlichen Orte, wie wir sie aus dem öffentlichen Raum, ja, dem physischen Raum kennen. Und es sind auch nicht die öffentlichen Orte, die wir aus den Massenmedien, weder den eher noch den Rundfunkakteuren, aber ganz sicherlich nicht den öffentlich-rechtlichen Sendern herkennen. Das gilt es tatsächlich zu beachten. Und hier scheint sich jetzt allmählich eine neue Gemengelage zu konstituieren. Das werden wir sehen, wenn jetzt auch im Vorfeld der Wahl die Wahlberichterstattungsangebote der klassischen Plattformen stärker zu Gesicht kommen. Echtzeitkommunikation, um das abzuschließen, wird von den Akteuren auch immer stärker eingebunden mit eigenen Ereignissen, einer eigenen Ereigniskommunikation, wo man versucht, so wie hier in diesen beiden Beispielen, Steinbrück, der Papst, als Akteure, die versuchen, Ereignisse zu inszenieren, eben auch in digitalen Medienräumen. Und das ist etwas, was wir sicherlich auch auf den letzten Metern zur Wahl sehr viel häufiger noch sehen werden. Das Kanzlerduell wäre ein klassisches Umfeld dafür, und da darf man schon gespannt sein, wer dieses mediale Zentralereignis, das ja von den alten Medienakteuren zunächst einmal bespielt wird, dann adäquat im digitalen Raum bespielen wird. Damit bin ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube, damit Zeit für die Diskussion bleibt, beim letzten Punkt, dem Online-Video, den ich durchaus noch für einen spannenden halte, wenn es um Online-Wahlkampf geht. Das ist auch nichts komplett Neues. Das hatten wir natürlich auch in den vergangenen Wahlkämpfen. Ich denke mal, dass wir das in diesem Jahr noch etwas intensiver haben. Wenn wir uns durchaus populäre Online-Videos anschauen, dann sehen wir wie hier einen kurzen Clip von Thorsten Schäfer-Gümbel mit knapp 9000 Aufrufen aus dem Jahr 2008, 2009, was im Vergleich zu aktuellen Aufrufen immer noch eine erstaunliche Zahl ist, im internationalen Vergleich eigentlich nichts oder sehr viel wenig mehr als nichts ist, wenn es um die Aufrufe von Online-Videos geht. Insofern gibt es hier massives Potenzial, das sicherlich die Kampagnentreibenden auch erkannt haben, aber es fehlt noch so ein bisschen der Schlüssel, wie man das tatsächlich in ein produktives und ja auch gutes, gut wahrgenommenes Kampagnenformat übersetzt. Vielleicht erleben wir das jetzt in den kommenden Wochen bis zur Wahl. Vorbild, und an dieser Stelle würde ich das jetzt mal zulassen, den Blick in die USA, Barack Obama, aber nicht mit dem handelsüblichen Wahlspot, sondern mit einer Entartungsform, wenn man so will. Denn für mich verläuft hier ja, eine schwierige Grenze zwischen ja, politischem Online-Video und einer reinen PR-Aktion, die dann auch mit Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Offenheit, was man mit dem Netz oder der Kommunikation im Netz immer verbindet, nicht mehr viel zu tun hat. Obama mit einem sehr stark nachgefragten Online-Video, 30 Minuten lang, das nicht nur online verfügbar ist, das aber als absolute Konkurrenz zu den Angeboten der klassischen Medienakteuren geplant und eingesetzt worden ist. Und ein aktuelles Beispiel, die Ergänzung von ja, der klassischen Mandatsausübung auch durch Online-Video, hier eine State of the Union Address, die eben auch mit Online-Video und ergänzendem Material aufgewertet wird. Das findet man in Deutschland in dieser massiven Form noch nicht. Ich denke aber, dass das kommen wird. Wir finden im Moment schon ganz gute Hinweise, dass Video eine Rolle spielt auf den Homepages der Parteien. Da gibt es immer mehr Beispiele, jetzt auch gerade gelauncht, die persönliche Seite. Ja, der Parteivorsitzende der CDU, nicht der Kanzlerin, muss man ja unterscheiden eigentlich, was wir hier sehen. Auch hier sieht man es schon auf diesem Begrüßungsscreen, haben Video- oder bildstarke Inhalte eine wichtige Rolle eingenommen. Das ist was, das werden wir noch weitersehen. Was interessant ist, ist dann, wenn Politiker versuchen, Material, sendefähiges Material zu produzieren. Sie spielen dann nämlich oft Journalist. Das scheint so ein Trend zu sein, dass man, wenn man sich in den Bereich der politischen Online-Kommunikation per Video bewegt, dass man dann eigentlich das tut, was man vom Fernsehen von der anderen Seite erkennt. Man führt Interviews, also man spricht mit Kollegen, man ringt ihnen O-Töne ab, setzt es dann wieder zusammen in so eine Art Feature-Format und ist auch gerne mal mit dem Mikrofon unterwegs und übt hier etwas aus, was man vorläufig vielleicht als so was wie eine Art Quasi-Journalismus bezeichnen kann.
darüber wäre zu reden, das ist keine ganz natürliche Entwicklung meiner Ansicht nach und das kann durchaus auch problematische Züge betrachten, nämlich spätestens dann, wenn die Bürger nicht mehr so genau wissen, mit wem sie es in welcher Funktion zu tun haben. Ein sehr gutes Beispiel an der Stelle wäre CDUTV.de, was im Look and Feel daherkommt wie eine Call-in-Sendung, die wir aus dem Fernsehen kennen. Es geht um CDUTV. Die Menschen, die dort anrufen und mit Angela Merkel reden, sprechen sie in der Regel mit Frau Bundeskanzlerin an. Das ist aber was anderes. Und man setzt, würde ich sagen, aus Perspektive der Politik so ein bisschen auf diesen Verfremdungseffekt. Und will ich sagen, dass man da manipulativ vorgeht, aber es ist schon eine Grauzone, in der man sich bewegt, was diese Art der Inhalteproduktion angeht. Das ist in keiner Weise beschränkt auf einzelne Parteien. Wir finden das Phänomen in vielen anderen Fällen auch wieder, wenn wir uns Angebote der SPD anschauen. Auch Herr Steinbrück wird quasi journalistisch interviewt, aber die Frage stellt eben kein unabhängiger Journalist oder Journalistin, sondern es sind Mitarbeiter in der Parteizentrale oder eine beauftragte Agentur. Und das ist etwas anderes als eine offene Form politischer Kommunikation. Das ist reine PR und das kommt hier in diesen Angeboten nicht immer wirklich rüber. Damit bin ich am Schluss und frage rhetorisch, wo führt uns das denn nun hin und was sagt uns das über den Online-Wahlkampf? Mit Blick zurück über die vergangenen Jahre würde ich hier gerne kurz Dr. Lobo, den Chefoberarzt im deutschen Internet, zitieren, der in einer Kolumne geschrieben hat, die Bundesrepublik ist für Netzvorhaben, was Berlin für Flughäfen ist. Das ist die deutsche Netzkrankheit, digital nur zu tun, was vermeintlich sicher funktioniert und so das wichtigste Erfolgsrezept des Internets zu missachten. Also die ständige Neu- und Weiterentwicklung, die kleinteilige experimentelle Überprüfung, Mut zum Dauerversuch und Dauerirrtum. Das sehen wir in den Wahlkämpfen in der Tat eher selten und insofern passt das Zitat von Angela Merkel dann doch auch wieder. Für die Politik sind die digitalen Kampagnenräume tatsächlich nicht wirklich neu, aber sie verändern sich so schnell, dass wir bei jeder neuen Auflage eines Wahlkampfs ja uns mit neuen Herausforderungen konfrontiert sehen. Das betrifft die Politik, das betrifft die Wissenschaft, das betrifft aber auch, und das darf man nicht vergessen, immer auch die Bürger, die natürlich auch andere Möglichkeiten haben als jeweils in den Wahlkämpfen zuvor. Und das geht in der aktuellen Diskussion um den Stand der Dinge, was Online-Kommunikation im Wahlkampf angeht, meiner Meinung nach so ein bisschen unter. Und damit endlich ende ich diesen Input. Danke fürs Zuhören. Danke für den Input. Vielen Dank auch mal im Namen der weiteren Zuschauer und Zuhörer. Ich nehme mal stellvertretend ein Statement, das JS vorhin in den Chat geschrieben hat. Dr. Bieber macht Hashtag Fan. Sehr schön. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen aufgeschrieben und würde dir jetzt mal versuchen, der Reihenfolge nach, also der Reihenfolge nach, wie ich es hier vor meinem Zettel stehen habe, abzuarbeiten. Und will aber auch, dass du unten in den Chat weiter Fragen und Hinweise zu nutzen. Erste Frage, die vielleicht nochmal ganz gut als ein ergänzendes Fazit geht, jetzt nochmal von den Trends über die Zeit hinweg auf das konkrete 2013. Was sind denn die Innovationen im Bundestagswahl 2013 Wahlkampf? Fragt Martin Fuchs. Ja, mit Innovation ist es, wie gesagt, so eine Sache. Natürlich ist es so, dass wir einige Innovationen haben mit Bezug auf die Plattform, die eben vor 4 Jahren so stark noch nicht genutzt waren. Da würde ich jetzt aber tatsächlich fast sagen, ist es eigentlich noch zu früh. Ich glaube, dass jetzt gerade die Zeit ist, wo wir relativ kleinteilig neue Angebote sehen, Einzelparteien, die technisch versuchen, das auszureizen, was das Netz ermöglicht. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade, ich glaube, vor 1 oder 2 Tagen ein Informationsangebot der Grünen, die in so einer Art Dia-Show, ich weiß gar nicht genau, wie man das genau beschreiben soll, sehr schnell Zugriff auf unterschiedliche Materialien bereitstellen, so eine Art Best-of abgemischt in einer sehr eingängigen Art und Weise. Das ist so etwas, was wir auf dieser formalen Ebene, denke ich, noch nicht gesehen haben, die
Wahlkampfereignisse, wie sie kurz angesprochen wurden, sowas wie Frag-Peer, Twitter-Sprechstunden oder aber auch die Call-in-Variante, recht aufwendig jetzt mit Video im Wahlkampf. Das sind nach wie vor schon noch Innovationen. Ich kann nicht genau sagen, was jetzt noch kommen wird, ob es tatsächlich dann kurz vor der Wahl noch Apps geben wird, die mit Geolokalisierung arbeitet, die tatsächlich dann den Häuserwahlkampf, von dem wir alle reden, digital noch unterstützt. Das kann durchaus sein, dass sowas noch kommt, aber so im Sinne einer Killer-Innovation, das habe ich ja noch nie gesehen, glaube ich, kriegen wir gar nicht so viel mit, weil eben sehr, sehr vieles schon vorher angelegt war und jetzt nur in einer neuen Verpackung uns da geboten wird, aber ganz, ganz oft einfach als Aktualisierung schon vorhandener Wahlkampftechniken und Plattformen einfach schon da gewesen ist. Ich würde nochmal eine Frage daran anschließen, die lautet, was ist denn tatsächlich das spezifisch Neue? Würdest du dann auch sagen, was wirklich Neues gibt es nicht? Oder gibt es eine andere Qualität dadurch, dass die Sachen, die wir schon vor 4 Jahren gesehen haben, mit einer anderen Quantität da sind? Ja, also die Quantität spielt schon eine Rolle, einfach weil dadurch auch das Weitertragen oder das Überspringen von Mediengrenzen nochmal sehr viel wahrscheinlicher geworden ist, als das vor 4 Jahren der Fall war. Also man kommt jetzt sehr viel häufiger mit digitalem Input dann eben auch in die analogen Medien. Und das ist natürlich schon was wir in dieser Intensität noch nicht gesehen haben, wenngleich das formal strukturell vor 4 Jahren genauso schon möglich gewesen ist. Also viel ist wirklich diese Reichweitensteigerung nochmal im Verhältnis zu dem Wahlkampf von 4 Jahren, dass das Netz ein Stück weit normaler geworden ist, auch im Bereich der Alltagskommunikation und Alltagskultur angekommener ist, wenn man so will, als vor 4 Jahren. Das führt dazu, dass wir häufiger mit solchen Inhalten konfrontiert werden. Aber es ist eben nicht so, dass man sagen würde, das ist ein radikaler oder disruptiver Bruch. Also dass wir sagen würden, jetzt haben wir aber endlich den Online-Wahlkampf, der sagt, das war's jetzt, tschüss Offline-Wahlkampf, dich gibt's nicht mehr. Wir sehen ein sehr, sehr graduelles, kleinteiliges Zusammenwachsen der verschiedenen Bereiche. Aber es ist nicht so, dass da radikal viel passiert ist. Auch wenn man sich die Etats anschaut, mit denen die Parteien arbeiten, die sind natürlich gestiegen im Verhältnis von zu vor 4 Jahren, aber die sind nun auch nicht so, dass man da ganz massiv sich abgekehrt hat und zum Beispiel keine Plakate mehr klebt. Das passiert nicht. Du hattest die ARD-ZDF-Online-Studie hinzugezogen, um in Frage zu stellen, ob tatsächlich das Netz sehr viel aktiver macht, also dieses Gestalten und Reinschreiben vielleicht nur ein Randphänomen ist. Jetzt sage ich an der Stelle immer sehr gern, dass die ARD und ZDF-Online-Studie, glaube ich, auch immer noch nicht Facebook als ins Internet reinschreiben sieht. Und insofern ist das so eine erste Frage. Wenn wir sagen, Facebook ist so groß und bedeutend für die Breite, müsste man dann nicht auch sagen, da passiert eben auch sowas wie aktiv ins Netz reinschreiben, nachfragen etc. Und damit verbunden die etwas größere Frage, passiert tatsächlich sowas wie das große Versprechen des Web 2.0, dass sowas wie Konversation entsteht, dass also tatsächlich die Leute untereinander in Kontakt kommen? Oder ist es tatsächlich dann nur ein neuer Kanal, wo die großen Nachrichten weiter darüber in die Welt gepustet werden? Ja, ich glaube schon, dass da noch relativ viel Top-Down-Kommunikation vorherrscht. Natürlich ist es so, dass es andere Feedback-Möglichkeiten gibt in den sozialen Netzwerken und die werden durchaus auch genutzt, ja. Aber wir sehen zum Beispiel noch nicht ein solches explosives Fan-Freundschaftswachstum oder Follower-Wachstum, wie wir es in den USA beobachtet haben oder in anderen Ländern, wo diese Form der digitalen Kommunikation noch verbreiteter ist. Also klar gibt es andere Möglichkeiten, mit den Politikern in Kontakt zu treten, aber es ist immer noch relativ randständig und nicht so, dass durch die Entwicklung und den Unterhalt eines sehr, sehr tollen Facebook-Profils dann auf einmal scharenweise zunächst einmal eine digitale Aktivierung stattfindet, aus dem dann tatsächlich vielleicht sogar auch etwas wie eine analoge Aktivierung auf Straßen und Plätzen in der Ansprache auch anderer Bürger
im Weitertragen der Ideen und Ansätze von Kampagnentreibenden tatsächlich auch passiert. Das wissen wir noch nicht. Das, was bisher aber tatsächlich passiert, deutet noch nicht darauf hin, dass es ja eine Art Dammbruch zu beobachten ist und dass sich da tatsächlich in massiver Weise neue Formen von Mobilisierung ereignen, die alles bisher Bekannte in den Schatten stellen. Also die Campaigner sind in der Regel ganz gut informiert darüber, wie gut diese Online-Angebote genutzt werden. Und da ist, glaube ich, schon was dran, wenn viele dieser Campaigner sagen, dass die sozialen Medien, ob es jetzt Twitter oder Facebook ist, eher sowas wie das Preaching to the Choir ist. Also man spricht zu denen, die ohnehin schon einen Kandidaten unterstützen. Man mobilisiert vielleicht im eigenen Lager, was nicht zu unterschätzen ist. Aber viel mehr ist es dann eben nicht und nicht eine großflächige, massenhafte Mobilisierung. Ich würde da gleich eine Frage anschließen, die von Christian eben gestellt wurde. Er schrieb, können Ihrer Meinung nach politische Entscheidungsträger langfristig über soziale Netzwerke in ihrer politischen Arbeit und Meinung beeinflusst werden? Stichwort Digital Public Affairs. Ja, das ist ein gutes Thema. Also ich würde noch mal, das sind eigentlich fast zwei Themen. Also man könnte ja zunächst einmal von einer sehr, sehr kleinteiligen Einflussnahme durch das Herstellen eines relativ individuellen Kontaktes zwischen Facebook-Freunden, Twitter-Followern ausgehen, die ja zunächst mal technisch möglich sind. In anderen Medienumgebungen ist das nicht möglich. Ich kann mir das anschauen, ich kann das Interview in der Zeitung lesen, aber ein Feedback so kann ich nicht machen. Ich kann mittlerweile über Twitter oder Facebook mich äußern und kann mich darauf beziehen. Vielleicht gelingt es tatsächlich dann auch mal, einen Austausch herbeizuführen. Wie sehr man damit den Politiker wirklich erreicht, hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, wie sehr die Kommunikation in sozialen Netzwerken in den Kommunikationsalltag eines Politikers, einer Politikerin integriert ist. Wenn das eine Erweiterung in der professionellen Kommunikation ist, wenn das von den Mitarbeiterstäben bewältigt wird, was legitim ist, wenn man denn tatsächlich all diesen Anforderungen irgendwie gewachsen sein möchte, dann dauert es vielleicht etwas länger und ist es schwieriger, den Politiker tatsächlich zu erreichen. Wenn jemand aber tatsächlich sehr, sehr aktiv sich in diesen sozialen Medien bewegt, seine Beiträge dort selbst dort hinterlässt und das vielleicht auch tatsächlich so gut es eben möglich ist, zur Kenntnis nimmt oder gute Filtersysteme am Start hat, die das ermöglichen, dann kann das durchaus ein direkterer Kontakt sein als ohne solche sozialen Plattformen. Und wenn es so ist, kann es in der Tat auch sein, dass sich da in absehbarer Zeit eine Art Professionalisierung entwickelt und dass man natürlich dann auch versuchen wird, als Vertreter von bestimmten Interessen, diese Interessen über die digitalen Plattformen entsprechend sichtbar zu machen. Das sehen wir ja in Teilen bei Plattformen wie Campact oder Awards, die jetzt erstmal aus einem nicht parteigebundenen Umfeld kommen, aber die in der Struktur doch eigentlich schon was ganz anderes machen. Dann können wir die Frage von Dennis Joos anschließen. Kann man Erfolg von Online-Campaigning überhaupt messen? Mein Eindruck ist, dass die Auswertung größtenteils aus dem Bauch bzw. der Medienresonanz erfolgt. Medienresonanz wäre sicherlich eine Möglichkeit, also ein Messkriterium und ein Gütekriterium zu definieren, dass man sagt, und in dieser Übergangsphase bewegen wir uns, dass gute Online-Kommunikation eben dann erfolgreich ist, wenn sie auch Offline-Wirkungen zeigt, um dann eben Reichweitenstärken zu wirken. Was wir aber natürlich auch sagen können, ist, dass gerade durch diese Digitalisierung sehr viel mehr Möglichkeiten entstehen, tatsächlich überhaupt Dinge zu messen. Ja, also NSA, hallo, Sie wissen schon, das, was digital kommuniziert wird, kann tatsächlich erfasst werden und es gibt sehr viele neue Metriken, die wir ja noch gar nicht so lange auch haben. Wir sprechen wie selbstverständlich von Twitter-Followern und gehen davon aus, dass eben eine höhere Zahl von Followern tatsächlich besser ist als eine kleinere. Wir wissen noch gar nicht so genau, wie es auf die Qualität der Follower ankommt, wer denn folgt, sind es tatsächlich Leute, die in dem eigenen Lager sind und die ich so intern ansprechen kann, sind es vielleicht auch gar keine Menschen mehr, sondern sind es Algorithmen, die da am Start sind, auch das kann man durchaus dann herausfinden, sodass man sagen kann, man kann das schon messen. Wir wissen aber auch im Moment noch gar nicht, was wir mit diesen Messwerten anfangen sollen.
Gerade bei Twitter ist es ja gewissermaßen inflationär, was wir an Visualisierungen bekommen, wer wann was mit wem wie in welcher Kommunikation getwittert hat und können da sicherlich punktuell ganz spannende, ganz interessante Heuristiken entwickeln und Deutungsangebote machen, aber jetzt im Sinne von, das ist gut und das ist ertragreich und das hat diese und jene Wirkung, da sind wir noch sehr, sehr weit entfernt, aber gerade diese Digitalisierung der Kommunikation und das Ansteigen von immer mehr möglichen Messpunkten deutet darauf hin, dass hier in der Tat vielleicht so etwas wie eine neue ja, Form auch der Wahlkampfarbeit und der Aufgaben für Kampagnentreibende im Entstehen begriffen ist, die sich dann auch in absehbarer Zeit in Deutschland eben mit einer stärkeren Orientierung entlang dieser Datenmassen, die Noch dort eine ganze entstehen, Reihe von entwickeln wollen. Fragen. Schauen wir mal zuerst auf eine Doppelwortmeldung von Richard. Werden nicht falsche Erwartungen geweckt, wenn zu diesem Zeitpunkt digitale Partizipation propagiert wird? Also hat der digitale Wahlkampf nicht schon mit der kollaborativen Erarbeitung der jeweiligen Programme begonnen? Liegt da nicht sehr viel größeres Potenzial? Und gleich im Anschluss daran, sind Strukturen in der digitalen Meinungsbildung notwendig, um eine entsprechende Wahrnehmung und Akzeptanz bei den adressierten Politikern zu erreichen? Stichwort organisierter Dialog. Es geht also jetzt ein Stück über den Wahlkampf hinaus. Also zu dem ersten Teil kann man sagen, das ist schon mal ein sehr guter Hinweis, denn dieses kollaborative Entwickeln von Programmen ist auch nichts, was wir erst seit diesem oder dem letzten Wahlkampf erleben. Das gibt es schon sehr viel länger, dass tatsächlich Parteien versuchen, über, nicht unbedingt über Wikis, aber über entsprechende Mitmachplattformen diesen Programmprozess geöffnet haben. Das schreibt sich jetzt von Wahlkampf zu Wahlkampf immer weiter fort und das wäre in der Tat eine gelungene Form der Beteiligung. Man sieht aber an vielen dieser Realisierungsformen auch, dass das in einem Kontinuum stattfindet. Es gibt die Parteien, die das sehr, sehr, sehr offen betreiben, mit gemischtem Erfolg. Schauen wir mal in Richtung der Piraten. Und es gibt die Parteien, die das eher ja, in so einer Art Protected Mode betreiben, dass man bestimmte Teile eines Programms praktisch freigibt zu einer Online-Diskussion und diese Elemente dann wiederum in das Parteiprogramm, das zu 98% eben auf konventionellem Weg entstanden ist, wieder einfügt, was wir bei der SPD oder auch der FDP oder durchaus auch bei der CDU schon beobachten konnten. Es gibt diese Öffnungstendenzen, aber es gibt gleichzeitig auch seitens der politischen Akteure immer noch den durchaus auch nachvollziehbaren Wunsch nach Kontrolle über die Botschaft. Und Partizipation, gerade im Wahlkampf, birgt für die Parteien natürlich immer auch ein Risiko. Und deshalb wird man sehr, sehr vorsichtig sein und ist man in diesem Fall dann auch seitens der Parteiakteure etwas zurückhaltender geworden, nicht zu viel in das Netz abzugeben, einfach weil man nicht mehr weiß, wer denn nun in dieser Crowd aktiv ist und sich dort tatsächlich dann beteiligt. Beim zweiten Aspekt noch mal ganz kurz eine kleine Gedächtnisstütze. Das ging dann um die Genau, also die Frage war schon notwendigen von Dr. Dialog Richard. war Dialog, Dialog war sind das Programm. Strukturen in der digitalen Meinungsbildung notwendig, um eine entsprechende Wahrnehmung und Akzeptanz bei den adressierten Politikern zu erreichen? Ja, und sie sind nicht nur notwendig, sie gibt es ja auch schon. Ich glaube, was noch sehr viel notwendiger ist als das bloße Anwesendsein solcher Kommunikationsstrukturen, ist tatsächlich auch das Existieren von Schnittstellen, die diese Kommunikation aus dem Netz dann wieder in den Politikbetrieb hinein führen. Das sehen wir sehr schön zum Beispiel bei den Online-Petitionen, die eben im Netz beginnen. Teilweise wirklich sehr, sehr in kurzer Zeit sehr viel Aktivität herbeiführen, über, wenn man den Bundestag als Anknüpfungspunkt nimmt, dort auch gut angebunden sind, aber eben dann in eine solche Schnittstelle hineinlaufen, die dann erst nochmal entscheidet, ob das politische System sich damit auch weiter auseinandersetzt. Das wäre in dem Fall der Petitionsausschuss. Und hier kann viel dieser Online-Aktivität auch ganz schnell wieder verpuffen in den klassischen Verfahren des politischen Institutionensystems. Und solange man an dieser Stelle nicht noch sehr viel stärkere Schnittstellen ausbildet, die einen Transfer für die Kommunikation und den Dialog aus dem Netz in die doch noch sehr viel analoger strukturierten Prozesse anbieten,
dann wird es schwierig. Ein weiteres schönes Beispiel ist die Enquete-Kommission, die auch als eine solche Schnittstelle in Richtung der Netzöffentlichkeit funktioniert hat, ihrerseits im Bundestag aber ein relativ kleinteiliges Element im parlamentarischen Prozess gewesen ist. Insofern, dass viele Gute, was aus dem Netz in den Politikbetrieb hineingebracht wurde, Wir haben gleich schon eine Stunde geschafft in 5 Minuten und ich habe jetzt zumindest noch 4 Fragen auf dem Zettel. Insofern Last Call, wenn noch dringende Fragen sind, müssten die jetzt in den Chat kommen. Ich nehme mal nicht alle 4 Fragen auf einmal, nur damit die Leute beruhigt sind, die vielleicht noch auf ihre Frage warten. Es geht jetzt um die Fragen um Uninteressierte und Nichtwähler, um die Wikipedia, um die Briefwahl und über die in Anführungszeichen echten Zielen der einzelnen Parteien. Dazu habe ich noch ein Statement von Facebook, mit dem ich einleiten möchte. Da hat jemand schon vorab geschrieben bei der Ankündigung, ich finde eher, dass sich die Parteien im Offline-Wahlkampf mehr Mühe geben müssten. Mir fehlen regelmäßige Diskussionsabende, bei denen sich die Politiker den Fragen der Bürger stellen. Diese müssten kostenlos sein und für jeden zugänglich. Heißt, dass das Publikum nicht vorher ausgesucht werden darf. Und natürlich dürften diese Veranstaltungen nicht nur im Jahr vor der Wahl stattfinden, sondern tatsächlich durchgängig. Das passt gut zu der Frage, die eben von Wahlurne im Chat gestellt wurde. Es wird immer gefordert und erhofft, durch die digitalen Medien Uninteressierte und Nichtwähler zu erreichen. Doch dann stellt man fest, wie gerade gesagt, dass immer die gleichen erreicht werden. Aber warum sollten sich Menschen beteiligen und welchen Mehrwert gäbe es für die politische Diskussion? Ich weiß, die allgemeinen Fragen sind die schwierigsten, aber wer hätte dich nicht eingeladen, wenn du nicht auch das beantworten könntest? erstmal zu dem Facebook-Statement. Das findet man natürlich gut, wenn man das Konzept, das etwas sperrige Konzept der deliberativen Demokratie im Hintergrund hat. Also wir müssen reden, immer, überall, offline, online, in allen zur Verfügung stehenden Foren. Ja, das könnte gut funktionieren, aber wir sehen, dass der politische Prozess mittlerweile ja so ausdifferenziert und komplex geworden ist, dass schlicht und einfach dann die Zeit fehlt. Das kann man nicht realisieren in dieser intensiven Form. Man sieht schon, wenn man kreativ ist und digitale Medien intensiver nutzt, wie das bei den Piraten der Fall ist, dann kann man es schaffen, neue Foren zu eröffnen und auch dann in den politischen Diskurs einzubinden. Aber auch da gibt es das Problem, wie trage ich das in den parlamentarischen Prozess hinein? Damit schlagen sich jetzt gerade die neu gewählten Fraktionen herum, die tatsächlich dann einen Weg finden müssen, eben zwischen den digitalen und auch den analogen Kommunikationsforen zu vermitteln. Uninteressierte Interessierte, ja, Dauerthema. Die Frage ist schwer zu beantworten, auch insofern, dass wir nicht genau wissen, ob nicht die digitalen Medien doch einen Beitrag dazu leisten und in der Tat nicht viele Menschen auch überhaupt dazu bringen, sich am politischen Prozess zu beteiligen, denn wir haben keinen Vergleichswert. Wo wären wir denn, wenn das nicht da wäre, wenn wir kein Internet hätten, wenn wir keine 20 Jahre Online-Kommunikation im Rücken hätten, wären wir dann auch immer noch bei knapp 70% Wahlbeteiligung und insgesamt 2 Millionen organisierten Menschen in Parteien, oder wären es nicht dann schon sehr, sehr, sehr viel weniger? Also insofern ist es schon immer noch denkbar, dass aus der Kommunikation in den digitalen Medien Mobilisierungseffekte entstehen. Uns fehlen so ein bisschen die adäquaten Vergleichsmuster, um zu sagen, es sind tatsächlich nur diejenigen, die das machen. Und die Umfragen zu Methodik und zu den Hinweisen ist ja immer schon auch gesagt worden. Wäre ich skeptisch, dass das tatsächlich so ein adäquates Abbild ist zu dem, was wir für die Realität halten, die es ja in der Form eigentlich sowieso nicht gibt, sondern die immer jeweils neu konstruiert und zusammengesetzt wird. Und insofern kann man auch diese schwierigen Wir sind ja allgemeinen. zum Glück nicht im Fernsehen, sondern im Internet und wir wissen, im Internet ist noch jede Menge Platz. Insofern überziehen wir jetzt nochmal 4 Minuten, um 3 Fragen zu beantworten. Mit dann aber vielleicht der Bitte, dass die Antworten so kurz wie die Fragen sind. Nee, das schaffen wir nicht ganz. Eine Frage von Martin Fuchs ist nämlich ganz knapp, aber vielleicht nicht ganz einfach. Wie wichtig ist aus Sicht von Professor Bieber Wikipedia im Wahlkampf? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, das ist auch so etwas, das fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Ich
kenne zu wenig, typisch Wissenschaftler, ich kenne zu wenig Untersuchungen, die mir sagen können, wie ich das einzuordnen habe. Ich glaube, es ist in der Tat ein interessantes und also eine unterschätzte Plattform, die auch in vielen Untersuchungen gar nicht so zum Zuge kommt. Insofern glaube ich, sie spielt nicht wirklich eine große Rolle im Campaigning. Man merkt es vielleicht dann, wenn gerade mal wieder gekämpft wird um einen Eintrag, aber das sind doch eher sehr randständige Effekte und ich glaube nicht, dass man sagen würde, Wikipedia ist besonders wichtig für den Online-Wahlkampf in Deutschland. Es könnte aber ein sehr viel stärker integrierter Faktor sein. Zwei Fragen noch, bevor wir zur Briefwahl kommen. Eine gerade noch dazugekommene Frage. Tim schrieb, ein Facebook-Beitrag des WDR-Moderators Jürgen Domian wurde vor einigen Monaten seitens Facebook zensiert. Offiziell entschuldigt sich Facebook, es sei ein menschlicher Fehler. Ist dieser Fall nicht ein Zeichen für die Unkontrollierbarkeit sozialer Netzwerke? Ja, es ist ein Hinweis, ganz kurz, es sind keine öffentlichen Räume, es sind kommerzielle Räume, es gibt dort Zugriffsmöglichkeiten, die die Kommunikation lenken, steuern, unterdrücken können. Das müssen wir erstmal wissen und dann geht im nächsten Schritt die Frage, was heißt das tatsächlich für eine politische, Letzte im Frage Sinne ist von eine gesellschaftlich. Doppelfrage, die vorhin von Ed der Paddy gestellt wurde. Zwei Fragen sind es eigentlich. Ist die Briefwahl nach all den Skandalen weniger sicher als eine simple Online-Umfrage bezüglich der Manipulation? Sollte man immer selbst zur Wahlurne gehen? Fragezeichen. Zweite Frage setze ich mal kurz nach hinten, dann können wir erstmal vielleicht das in Ruhe beantworten. Briefwahl. Wahltechnologien 800, glaube ich, so in diesem großen Panorama. Alleine, dass man darüber nachdenkt, dass es sich bei der Briefwahl ja auch um eine Wahltechnologie handelt, ist schon mal ein guter Ansatz. Daraus folgt erstmal nicht unbedingt, dass sagt, die echte, die sicherste Stimme ist die im Wahllokal. Auch da gäbe es ja durchaus Manipulationsmöglichkeiten. Im Moment ist gerade in Deutschland die Diskussion ja durchaus die, dass wenn Wahlen digital stattfinden, sie quasi ganz leicht manipulierbar sind, dass dort solchen Zugriffen Tür und Tor geöffnet ist, wohingegen die anderen kulturell etablierteren Abstimmungsformen wie Wahlurne im Wahllokal oder eben die Briefwahl sicherer sind. Ist, glaube ich, ein ganz schöner Sport bei Informatikern, sich darüber Gedanken zu machen, was ist jetzt wirklich sicherer. Eine hohe Verschlüsselung, wie auch immer das genau ausgeführt ist, oder tatsächlich die Briefwahl. Mir würde es aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive erstmal reichen, überhaupt darüber nachzudenken, dass die Briefwahl eine Wahltechnologie ist, die auch anfällig ist, die störanfällig ist und die auch in anderer Art und Weise, so wie wir da über digitale Abstimmungsverfahren reden, auch Veränderungen im Prozess des Wählens ausübt. Allein durch die Verlängerung des Zeitraums, die wir haben, wir können mittlerweile abstimmen schon vor dem Duell, vor den letzten heftigen möglicherweise Schlagabtauschen in den Wahlkämpfen. Das hat natürlich auch Effekte und insofern finde ich zunächst mal an der Stelle nur extrem spannend, sich wieder mehr Gedanken darüber zu machen, was Gute heißt es, Frage, wenn ne? wir mit Mal gucken, Technologie. ob du sie auch als Steilvorlage für ein Schlusswort nutzen kannst. Kommt auch von der Paddy und hieß, wo kann man sich heute noch neutral über die echten Ziele der einzelnen Parteien informieren? Teilvorlage. Dieser Wahl-O-Mat, wer bietet den doch an? Ah, das war die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich glaube, das ist ein hervorragender Ort, sich ein Bild zu verschaffen über Positionierung der Parteien. Das sieht jetzt sehr geskriptet aus, habe ich irgendwie den Eindruck. Es steht natürlich erstmal jedem offen. Ich würde natürlich bei den Parteien auch selber anfangen. Ist ja nicht verboten, Wahlprogramme tatsächlich auch mal zu lesen. Auch wenn damit die wenigsten rechnen, dass das Menschen tun. Warum denn nicht? Man kann natürlich auch mit den Personen, die diese Wahlprogramme vertreten, reden, ganz analog in der Fußgängerzone oder eben digital in den entsprechenden Foren. Man kann natürlich auf die Angebote zugreifen, die eben
die klassischen Gatekeeper zur Verfügung stellen in den Medien, sollte sich dann natürlich auch Gedanken machen, gibt es da bestimmte ideologische Verbundenheiten in die eine oder andere Richtung. Die Online-Plattformen, die sich eben auch an dieser Form der Wahlberichterstattung beteiligen werden, kann man natürlich auch mit aufnehmen. Auch hier gilt zu fragen, was sind denn das für Akteure? Sind sie denn neutral? Und dann wäre eben der Punkt zu fragen, gibt es denn nicht bestimmte Werkzeuge und tatsächlich auch medial erweiterte Formate, die das nun besonders gut machen? Und um es wirklich nun als Vorlage zu nutzen, für das Haus zu sprechen, der Wahl-O-Mat ist, glaube ich, aufgrund der auch langen Erfahrung, die wir mittlerweile haben, mit der verwandelt, würde ich sagen. Sah tatsächlich aus wie geskriptet, das war es nicht. Insofern ganz hervorragender Hinweis. Ich habe es gerade nochmal im Chat geschrieben, dass am 29. August unter der angegebenen Adresse bpb.de Wahl-O-Mat die aktuelle Version für die Bundestagswahl gestartet wird. Und dann gibt es bestimmt wieder viele Zugriffe und vielleicht auch viele meinungsbildende Prozesse. Das Internet kann dabei insofern wahrscheinlich durchaus helfen. Ich mache mal einen Punkt und einen Strich drunter. Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Christoph Bieber, für die jetzt 66 Minuten ausführliche Beschäftigung mit den Fragen, wie kann das Wählen, der Wahlkampf, die Meinungsbildung, das Politikerdasein etc. im Zeitalter von Web 2.0 sich ändern. Ich danke für die ganz vielen und sehr guten Fragen, die wir haben. Es ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn der Moderator seine eigenen Fragen gar nicht mehr stellen kann, die er auf dem eigenen Zettel hatte. Das spare ich mir dann auf für vielleicht 2017, wer weiß. Und ansonsten vielen Dank an den Hintergrund, an das Team von der Bundeszentrale für politische Bildung, die das Ganze organisiert hat, und an Blanche Fabry, die das Ganze produziert hat. Es wird weitere Beiträge im Blog der Bundeszentrale für politische Bildung geben und ich weiß auch schon, dass es weitere Web-Talks geben wird. Details werden dann in den nächsten Tagen eben auf bpb.de veröffentlicht. Soweit für heute. Vielen Dank.